Bewohner am Bodensee, auf anderen Ufer, liegt Schweiz. Heute besuchen wir dort unsere Freundin Doris. Doris blieb jahrelang ihren Großbuddel treu, bis sie für eine Grooming-Weltmeisterschaft von jemandem einen Kerry-Blüterier ausleihen konnte. Da fiel der Entschluss, jetzt kauft sie selbst einen. So kam unsere Nugget in 2009 nach Kreuzlingen. Jetzt blicken wir schon auf eine ansehnliche Showkarriere mit mehreren BOB, Best in Group und drei Landestitel zurück. World Dog Show in Paris, Kraft, German Club Wiener 2013. Nugget steht auf dem Tisch wie eine Statue. So wurde Doris mit Nugget Schweizer Meister, die Hundekurhösen im Jahr 2011. Und auch teilgenommen und gewonnen in mehreren anderen Wettbewerben. Doris ist auch eine von wenigen Kerry-Blüterier-Züchterinnen in der Schweiz. Dieses Januar waren Doris und Stefan mit Nugget bei Carmen Clark O'Neill, Zwinger Lembrack Trim, zum Becken in Liverpool. Beim Hogan Lembrack Trim, der Navigator. Großbruder Rappe war auch dabei. Der Rüde, mit dem sie gedeckt wurde, war zwei Monate später BOB Kraft. Und seit dem 24. März wachsen in der Schweiz wunderschöne Welpen Keris und Großbuddeln zusammen. Diese Aufnahme wurde gemacht, wenn die Welpen nur 37 Tage waren. Was zu sehen ist, ist Know-how von Stefan. Die Welpen müssen nun alle Geräusche keine Angst haben. Selbstverständlich, die Natalie und Simon sind nur dabei. Und heute sind sie alle schon 8,5 Wochen alt. Alle Kinder und zwei Muttern, alle fühlen sich ganz gut. Genug, ne? Jetzt langt's, gell? Ich wäre auch gern. Aber ich bin ganz zufrieden, als ihr gesagt habt, du darfst ganz alleine bei uns zu Hause bleiben. Mit Tim, mit Tim, mit Tim. Nicht alle Familienmitglieder trauen sich, mit den Welpen zu kontaktieren. Später vielleicht. Diese Fotosession über die Welpen kann man auch auf dem Facebook von Doris anschauen. Also viel Erfolg für die ganze Familie und wir wünschen für alle Welpen gute neue Besitzer.